Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Häkelanleitung. Heute gibt es diesen süßen kleinen Rochen. Der ist ganz einfach gemacht, ziemlich schnell würde ich sagen. Oben habe ich ja so ein Dunkeltürkis genommen und für unten weiß. Ihr könnt natürlich auch beides in einer Farbe machen. Erzähle euch jetzt gleich noch ein bisschen was zu meiner Wolle, wie ich hier diese Punkte bzw. Striche hinbekommen habe. Und ja, wünsche euch an dieser Stelle ganz viel Spaß beim Nachhäkeln. Dann zeige ich euch erstmal meine Wolle, die ich benutze. Und zwar 100%ige Baumwolle. Dazu die passende Häkelnadelstärke von 2 mm. Ihr könnt natürlich jede andere Wolle nehmen, die ihr so zu Hause habt. Wichtig dabei ist jedoch, dass ihr die passende Häkelnadelstärke zu eurer Wolle habt, damit das Endergebnis am Ende auch schön ist und nicht zu fest oder eben zu locker. Die Farbe nehme ich jetzt für oben und unten drunter weiß. Dann habe ich hier noch für die Augen solche Steckaugen. Die werde ich jetzt einfach nur dran kleben am Ende. Ihr könnt aber auch welche nähen, also aufnähen mit ja einfach schwarzer Wolle. Das könnt ihr so machen, wie ihr wollt. Dann habe ich hier noch eine Wollnähnadel, um das am Ende zusammenzunähen. Und ich würde sagen, wir fangen an. Und zwar beginnen wir mit einer Luftkettenmasche von 5 Luftmaschen. Ich mache den Anfang, indem ich einfach hier die Schnur so drehe. Ne? So. Dann gehe ich hier rein, hole mir hier den Faden und ups, nochmal neu. Jetzt wollte ich es gezeigt haben und habe es falsch gemacht. Also einmal so drehen, gehe da hinein. Hol mir den Faden raus und ziehe dann einfach hier so entlang. Dann habe ich da meinen Anfangsknoten. Ihr könnt ihn so machen, wie ihr den gelernt habt. Ich, wie gesagt, zeige euch auch immer wieder gerne, wie ich es mache. Ohne Schnickschnack, ganz easy. So, und dann geht es auch schon los. Ich habe gesagt, 5 Luftmaschen. Nehmen wir das Ganze hier ein bisschen locker. Nehmen wir mal fest. So, 5 Luftmaschen machen wir. 1, 2, 3, 4, 5. Also 5 Luftmaschen haben wir. Das ist die erste Reihe. In der zweiten Reihe überspringen wir die erste Luftmasche, gehen in die zweite und häkeln eine feste Masche. 1, wir gehen in die nächste, eine feste Masche, das ist die Nummer 2. Wir gehen in die nächste Luftmasche. Da häkeln wir die dritte feste Masche, Nummer 3. Wir gehen in die nächste Luftmasche, somit die letzte Luftmasche und häkeln eine feste Masche. Nun haben wir 4 Maschen. Wir hatten 5 Luftmaschen. In der zweiten Reihe haben wir eine übersprungen und deswegen haben wir insgesamt 4. Genau, so schaut das Ganze nun jetzt aus. Wenn wir am Ende sind, machen wir eine Luftmasche. Wir wenden unsere Arbeit, überspringen die erste, gehen somit in die zweite und machen auch hier in jeder Masche eine feste Masche. Müssten insgesamt 4 sein. Das war Nummer 1, jetzt Nummer 2, Nummer 3 und hier die letzte, die Nummer 4. So, nun schaut das Ganze so aus. Ich markiere euch da oben immer hin, welche Reihe das ist, damit ihr dann wisst, wo wir dran sind. Genau. So, jetzt hier am Ende angelangt. Wir machen nicht nur eine Luftmasche, sondern, das sollten wir uns jetzt vielleicht erstmal merken, wir machen am Ende immer 3 Luftmaschen und überspringen die erste, wenn wir unsere Arbeit gedreht haben und weiter häkeln. Also, am Ende angelangt, wir häkeln 1, 2, 3, drehen unsere Arbeit, überspringen die erste, gehen in die zweite und machen eine feste Masche, gehen in die nächste, eine feste Masche, das war Nummer 2. Wir müssen insgesamt in dieser Runde, hier haben wir ja 4 immer und hier
haben wir jetzt drei Luftmaschen dazu genommen. Eine haben wir übersprungen, das heißt zwei feste Maschen plus die vier, sechs feste Maschen. Zwei haben wir schon. Jetzt kommt die Nummer 3. Dritte feste Masche in die nächste Masche. Nummer 4 in die vorletzte. Nummer 5 und in die letzte. Die Nummer 6. Nun schaut das Ganze so aus. Und wie wir eben schon gesagt haben, am Ende wollen wir ja immer 3 Zunahmen machen. 3 Luftmaschen. Und das machen wir. 1, 2, 3. Wir drehen unsere Arbeit, überspringen die erste und gehen in die zweite. Wir werden diese Runde am Ende insgesamt 8 Maschen haben. Nummer 1, Masche Nummer 2, hier die dritte feste Masche, vierte, fünfte, sechste, siebte und müsst ihr genau gucken am Ende hier. Genau, das ist die Nummer 8. Das ist die letzte feste Masche. Am Ende angelangt. 1, 2, 3. Wir drehen unsere Arbeit, überspringen die erste, gehen in die zweite. Am Ende von dieser Runde müssen wir insgesamt 10 Maschen haben. Und los geht's. Nummer 1, wir gehen in die nächste Masche. Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4 und Nummer 5, Nummer 6, 7, 8, 9 und die 10. Am Ende angelangt, eine Luftmasche, zweite Luftmasche, dritte Luftmasche. Wir drehen die Arbeit, überspringen die erste, gehen in die zweite. Wir hatten eben 10 feste Maschen und werden jetzt am Ende oder jetzt insgesamt 12 Maschen haben. Ihr merkt schon, nach jeder Runde haben wir 2 Maschen mehr. Genau. Nummer 1. Nummer 2. Dritte feste Masche, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte, neun, 10 11 und Nummer 12. Am Ende angelangt, es kommen wieder 3 Luftmaschen dazu. 1, 2, 3. Wir drehen unsere Arbeit, überspringen die erste und in diese Runde werden wir insgesamt 14 Maschen häkeln. 1, 2, 3,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 und jetzt kommt hier die letzte, die 14. Nun schaut das Ganze jetzt so aus. Wir häkeln erneut die drei Luftmaschen. 1, 2, 3. Überspringen die erste und häkeln jetzt insgesamt 16 feste Maschen. Und damit das Video nicht allzu lang wird und zu langweilig, melde ich mich gleich einfach, wenn ich hier am Ende angelangt bin. Also gleich müssten wir insgesamt 16 festen Maschen haben. Am Ende angelangt, drei Luftmaschen, 1, 2, 3. Wir drehen unsere Arbeit, überspringen die erste, gehen in die zweite und in dieser Runde häkeln wir insgesamt 18 feste Maschen und dann sehen wir uns gleich hier am Ende wieder. Am Ende angelangt, nun wieder die drei Luftmaschen. 1, 2, 3. Wir drehen die Arbeit, überspringen die erste, gehen in die zweite und wir häkeln in dieser Runde insgesamt 20 feste Maschen und dann sehen wir uns gleich wieder. Und wir wiederholen das Ganze. 1, 2, 3 Luftmaschen. Wir drehen das Ganze, überspringen die erste Masche. In dieser Reihe häkeln wir insgesamt 22 feste Maschen. Und wir sehen uns gleich wieder. So, eine Reihe brauchen wir jetzt noch und dann sind wir erstmal soweit fertig mit den Zunahmen. Dann kommt das Schwänzchen. 1, 2, 3. Wir drehen, wir überspringen die erste, gehen die zweite und werden jetzt hier insgesamt 24 Maschen häkeln. Am Ende ziehe ich einfach hier den Faden durch und lasse hier ein bisschen was dran. Das wird dann gleich einfach mit verhäkelt. Genau. Mitgehäkelt. So. Genau, dann suchen wir uns hier die Mitte aus. Habe ich gesagt, 24. Dann machen wir kurz überlegen. 24. 19 Maschen hier. Nee, Quatsch. 9, 9 macht 18. Dann bleiben 6 übrig. Gut. Wir zählen einfach 9 Maschen ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gehen in die nächste, also wir gehen in die 10. Masche. Nehmen hier den Faden und ziehen den hier mit rein. Wir häkeln einmal hier die Masche, den Stück Faden, den häkle ich einfach mit. So, eine haben wir, gehen in die zweite, häkeln eine feste, wir gehen in die dritte, häkeln eine feste, wir gehen in die vierte, häkeln
eine feste, in die fünfte häkeln, eine feste und in die sechste häkeln, eine feste Masche. Dann dürften wir hier wieder 9. Kurz überlegen, 6 plus 9, 9 sind 24. Haut hin. Okay, dann, wenn wir das haben, wir machen keine Luftmasche, wir drehen unsere Arbeit, überspringen die erste, gehen in die zweite und häkeln. 1, wir gehen in die zweite, häkeln, die zweite feste Masche, in die nächste, die dritte feste Masche, die nächste, vierte feste Masche. Und genau das Stück, das lassen wir. Wir drehen unsere Arbeit, wir häkeln keine Luftmasche, überspringen die erste, gehen in die zweite und machen eine feste Masche. Wir gehen in die dritte, zweite, genau, das ist jetzt in die dritte, das ist die zweite feste Masche und die letzte feste Masche. Wir haben 3 feste Maschen gehäkelt. Wir drehen nochmal die Arbeit, überspringen wieder, damit wir am Ende nur 2 feste Maschen haben. 1 und 2. Genau. Dann machen wir eine Luftmasche, denn wir wollen die 2 Maschen behalten. Also wir machen eine Luftmasche, drehen unsere Arbeit, überspringen die erste, gehen in die zweite, eine feste Masche und in die nächste, eine feste Masche. Eine Luftmasche, wir drehen unsere Arbeit, überspringen die erste, gehen in die zweite, machen eine feste Masche. Und daneben die zweite feste Masche. Machen eine Luftmasche, drehen unsere Arbeit. Und auch hier überspringen wir die erste. Wir machen in die zweite eine feste Masche. Und in die nächste eine feste Masche. Wir machen eine Luftmasche, wir drehen unsere Arbeit. Das könnt ihr jetzt so oft machen, bis euer Schwänzchen lang genug ist, ja? Genau. Ich mache noch ein bisschen. Ich möchte es gerne noch ein bisschen länger haben. Also wieder übersprungen. Eine feste und die daneben. Eine feste. Eine Luftmasche. Wir drehen die Arbeit, überspringen und eine feste. Und daneben eine feste. Nun mache ich keine Luftmasche. Ich drehe einfach nur, überspringe die erste, gehe in die zweite, mache eine feste Masche. Mache eine Luftmasche, drehe meine Arbeit um, überspringe die erste und mache eine Luftmasche. Ziehe dann den Faden hier durch, schneide es ab und das Ganze schaut dann so aus. Oh, stehen geblieben. Ne? So schaut es dann aus. So, Füllmaterial. Davon braucht ihr dann 2. Das ist einmal für oben. Und jetzt braucht ihr nochmal das Ganze für unten. Sind aber noch nicht ganz fertig, genau. Ich wollte schon weitermachen. Und zwar häkeln wir jetzt noch einmal hier so drumherum feste Maschen. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Hauptsache, also versucht immer am Rande zu häkeln und nicht hier irgendwo in der Mitte. Genau, damit das Rand einfach viel schöner ausschaut und damit man das Ganze zusammennähen, damit ihr das Ganze zusammennähen könnt. Das könnt ihr jetzt machen, das könnt ihr aber auch gleich, könnt auch erstmal ein zweites davon häkeln. Das habe ich bereits gemacht, ich zeige euch gerne meins. Meins ist in weiß. So schaut es aus und in diesem Beispiel habe ich schon einmal drumherum gehäkelt, wie man sieht. Das Ganze schaut dann so aus. Ich zeige es aber euch auch gerne hier, also fange an und zeige euch so ein bisschen, wie ich das mache. Es geht aber wirklich ganz einfach. Also ich nehme hier den Faden, fange irgendwo an,
Versuche, wie gesagt, hier so außen immer die Maschen zu machen. Nehme ich mir hier den Faden und häkel jetzt nur feste Maschen. Versuche, dieses kleine Stück mit einzuarbeiten. Das könnt ihr aber auch ruhig hier hängen lassen. Die kann man dann alles, wenn man das Ganze vernäht, kann man das Ganze nach innen klappen. Dann sieht man davon nichts, ne? Genau, und hier zeige ich euch so ein bisschen, wie ich das mache. Jetzt gehe ich in das nächste Loch daneben und mache einfach eine feste Masche. Dann daneben, da muss man gucken, wo man da die nächste feste Masche machen kann. Sollte aber eigentlich relativ einfach und zügig gehen. So, und dann hier. Immer da, wo solche Ecken sind, wie hier vorne, hier und hier. Da könnt ihr immer drei feste Maschen machen. Dann habt ihr halt so eine schöne Umrandung. Und hier vielleicht dann fünf. Ne? Ihr seht das ja dann, wie viele ihr benötigt. Genau. So, ich mache das einmal drumherum. Und zeige euch dann gleich das Ergebnis. Damit das Ganze eben hier nicht, das Video nicht zu lang ist. So, jetzt ist hier ein Lochlein, das macht aber nichts, denn da werde ich, glaube ich, das Auge reinmachen. Daher fülle ich überhaupt keine Rolle. Ne, macht es so, wie es euch gefällt. So, Zwischenstand. Hier habe ich angefangen und so sieht es aus. Einfach hier so einmal drumherum bis hierhin. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Nun schaut das Ganze so aus. Ich lasse hier ordentlich viel dran, damit ich das gleich zum Vernähen benutzen kann. So, ne? Das Ganze wird jetzt oder gleich an diesem weißen Teil dran genäht. Einmal so zusammen und genau, die Augen mache ich zum Schluss dran, die kommen dann hier so vorne dran. Das könnt ihr natürlich so machen, wie es euch gefällt. Wenn ihr die nicht habt, könnt ihr die auch einfach mit schwarzem Garn aufnähen. Und was ich aber noch gerne machen möchte, ich möchte hier so ein paar Flecken reinmachen. Und das mache ich noch, bevor ich das Ganze zusammen nähe. Ich zeige euch gerne jetzt hier, wie ich das mache. Ich suche mir jetzt eben eine Farbe aus. Weiß oder... Nee, ich nehme hier so ein hellblau. Genau. Und ich zeige euch mal, wie ich das mache. Also wirklich ganz einfach. Ich schneide mir einfach jetzt hier so ein Stück ab. Und jetzt möchte ich den zum Beispiel hier haben. Dann ziehe ich den Faden einmal hier durch. Also jetzt ganz schnell für euch, damit ihr das so seht, wie ich das mache. Dann gehe ich hier hinein, ziehe das dann hier durch. So, und das war es dann auch schon. Die verknote ich zusammen. Wie man sieht, braucht man gar nicht so viel Faden. So, zwei Knoten. Den könnte man aber jetzt auch noch weiter verwenden. Also man könnte das Stück jetzt wieder hier durchziehen, dann wieder und dann wieder einen Knoten machen. Macht es so, wie es euch gefällt, wenn ihr das überhaupt haben wollt. Ich mache jetzt hier noch so ein paar und dann wird das Ganze zusammengenäht. Da zeige ich euch auch so ein Stück am Anfang, wie ich das Ganze mache. Das ist wirklich ganz einfach und schnell gemacht. Und ja, ich melde mich gleich nochmal. So ihr Lieben, nun schaut das Ganze bei mir jetzt so aus. So habe ich es gemacht. Ihr könnt es machen, wie es euch gefällt. Und jetzt nehmen wir das Ganze zusammen. Da, wo man hier die ganzen Dinger sieht, nehme ich nach innen. Das ist dann die äußere Seite. Und so wird das Ganze vernäht. Jetzt muss ich erstmal hier gucken.
Hier sind wir angelangt, das heißt mal die Seite zusammennähen. Und das mache ich ganz einfach, indem ich immer durch diese zwei Maschen gehe. Also so einmal durch, dann hier wieder zurück. Die kommen hier so, dann hier wieder die nächste Masche, immer die zwei, ne? Und dann die daneben und immer so weiter. Und das mache ich jetzt einfach einmal drumherum. Ein bisschen Füllmaterial mache ich da dann am Ende rein, wenn ich ja noch so ein bisschen so eine kleine Lücke habe. Und das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ihr braucht da nicht unbedingt Füllmaterial reinmachen. Ich habe hier welches von, stelle ich bei Amazon. Den Link dazu findet ihr in der Infobox. Da könnt ihr es einfach ganz schnell und bequem von zu Hause aus bestellen. Genau. Ich mache das eben und melde mich dann gleich, wenn ich komplett fertig bin. So, ihr Lieben, und nun schaut so mein Ergebnis aus. Oh mein Gott. Ich finde es richtig, richtig schön. Auch hier mit diesen Punkten, beziehungsweise Striche. Richtig, richtig toll geworden. Habe das Ganze so ein bisschen noch modelliert. Hier habe ich nichts an Füllmaterial drin, hier auch nicht. Es ist wirklich nur hier so ein bisschen, damit ich das Ganze so ein bisschen auch formen kann, wie es mir gefällt. Und so finde ich es halt am schönsten. Ja, ich bin sehr zufrieden. Ich hoffe sehr, dass es euch Spaß gemacht hat. Und wir sehen uns ja im nächsten Video wieder. Tschüss!